So, das ist der Ton und da ist das Bild. Ha, schön. So, wie erleichternd. Prost. Na, komm schon. Nochmal einen Bonbon nachschmeißen. Okay, also Druffziller schreibt. Schau nochmal nach, ob sich das gelohnt hat mit dem Fleisch im Schnee. Nein, hat sich nicht gelohnt. Das Fleisch im Schnee hatte 62%, genau wie das Fleisch auf dem Fußboden im Haus auch 62% hatte. Hat irgendwie nicht geholfen. So, wir müssen Feuer machen. Und zwar relativ dringend, denn wir brauchen Wasser. Wasser wird unsere erste Mission sein. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Und hoffentlich funktioniert das mit dem Feuer machen. Hoffentlich haben wir genug Zunder dabei. Ja, doch, wir haben genug Zunder dabei. Aber da wir ja auch ein Feuermach-Profi sind, funktioniert das natürlich beim ersten Mal bei uns. Gesagt, getan. So. Ich hau direkt mal ganz viel Holz rein. So. Ich werde aber nur 2 Liter erstmal machen. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Wasser brauchen, aber ich mache erstmal nur 2 Liter, damit wir einfach initial jetzt erstmal ein bisschen was auf Vorrat haben. So. Und dann Fleisch garen. So. Jetzt hätten wir natürlich schon mal ein bisschen mehr Fleisch rausnehmen können. Ne? Hier. Zack. So. Achso, dann sollte ich das Gegarte vielleicht direkt mal verstauen. Ne? Damit das hier nicht schon an meinem Körper vergammelt. Wenn ich Brennstoff hinzufügen, Fleisch garen. Ja, du auch. Also, das ging an meine Frau. Viel Spaß. Ich freue mich auf Berichte. Wünsche dir viel Freude und Erfolg. Bis später. So, jetzt müssen wir mal was trinken hier. Trinken, trinken. So. Ja, das geht eigentlich relativ fix. Ne? Auch das ganze Bärenfleisch zu garen ist jetzt nicht so aufwendig, wie man denken könnte. Es geht schon relativ schnell. Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Frau telefoniert und in der Tat, wir hatten hier heute Morgen in NRW, also in der Nähe von Köln, echt super Wetter, blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Und als ich mit meiner Frau telefoniert habe, sagte sie, dann habe ich wohl den Regen mit nach Berlin genommen. In Berlin scheint wohl schlechtes Wetter zu sein. Aber hier ist es kalt gerade, das merke ich an meinen kalten Füßen. Ich habe aber gerade irgendwie nichts dabei, womit ich das wärmen könnte. So. Mal ein bisschen Fleisch hier wegpacken. Zack. Und ich glaube, ich werde jetzt mal hier schon mal 1 Kilo essen. Zack. So, was mir spontan auffällt, das Bärenfleisch hat im rohen Zustand genauso viele Kalorien wie im gekochten Zustand. Wolfsfleisch hat im rohen Zustand 100 Kalorien mehr. Finde ich spontan ein bisschen seltsam. Okay, Mad Max schreibt, der Regen war schon da in Berlin seit Tagen. Ja, hatten wir hier die letzten Tage auch. Ich bin mal gespannt, ob jetzt am Wochenende vielleicht so der erste Schneeregen kommt hier. Oh ja, das wäre super, ne? So ein Hund an den Füßen ist schon. Ah.
Nee, aber der Hund, dem Hund kann es eigentlich nicht kalt genug sein. Sie liegt momentan vor der Haustür auf Fliesen. Hat halt ein dickes Fell, der Hund, ne? Da ich kein Hobbit bin, sind meine Füße eher unbehaart. Ja, wie Mad Max am Anfang des Streams schon gesagt hat, es wird ein etwas anderer Stream werden. Mit nutzlosen Informationen über Klaus' Fußbehaarung. So muss das sein. So, das Coole ist, wir sind immer noch irgendwie relativ weit davon entfernt, ziemlich müde zu sein, ne? Muss man mal so sagen. Ich nehme mir jetzt nur mal 5 Stücke raus. Noch ein bisschen Holz nachlegen. Nee, ich war heute Morgen schon. Kurz vorm Stream war ich mit dem Hund nochmal spazieren. Nächste Runde ist dann bei der großen Pause heute Abend. Hört sich an wie ein sensationelles Ereignis, eine große Pause. Yeah. Also wobei, ja, das irgendwie ist das schon auch ein bisschen richtig. Nur der Hund will eigentlich immer raus. Das ja, liegt irgendwie in der Natur. So. 6 Stunden Dunkelheit übrig. Ich überlege gerade, ob ich gerade kurz mal ein bisschen schlafe. Hallo? Um die Müdigkeit ein bisschen zu reduzieren. So. Wäre vielleicht sinnvoll, vorher noch mal kurz das Wasser zu machen. Oh ne, das reicht. Schlafsack. So, dann lege ich aber noch mal kurz ein bisschen Holz nach. Ich schmeiß alles rein. Wir haben noch 6 Stunden Dunkelheit übrig. Pass auf, dann schlafe ich mal 4 Stündchen. Wir probieren es noch mal. Ich schlafe mal 4 Stündchen. Gute Frage. So. Wir sind gleich schon durch mit dem Garen, ne? Und haben noch echt viel, viel Brenndauer auch zur Verfügung. Und jetzt gleich wird es wieder hell. Ja, es wird hell. So, das ganze Bärenfleisch werden wir natürlich nicht mitnehmen können. Dafür ist es einfach zu viel. Wir können natürlich das ein oder andere Stück noch essen, aber ich würde natürlich viel lieber meine normalen Gerätschaften und sowas mitnehmen. Erstmal. So. So, und das sind unsere letzten 5 Stücke Fleisch, die wir garen müssen. Ging doch echt fix, ne? Und mit so viel Fleisch kommt man erstmal echt gut über die Runden. Okay, immer bei Tab ist der Mauszeiger dort. Das testen wir jetzt mal. Das war das letzte Stück Fleisch. Zack. Das war doch das letzte Stück Fleisch, ne? Ich meine schon. Ich meine, wir hätten nichts Rohes mehr. Ja, perfekt. So, also, Tab. Ah. Das stimmt, ja. Hier, ihr seht.
Sehr lustig. Ist mir noch nie aufgefallen. Die große Pause ist zwischen 18 und 19 Uhr. Da werde ich eine Runde mit dem Hund gehen, Pferde versorgen und so mir vielleicht auch ein Stückchen zu essen machen. Mal gucken. So, ich mache noch mal kurz einen halben Liter Wasser. Ich möchte nicht zu viel Wasser machen, weil das müssen wir auch mit uns rumtragen. Jetzt haben wir so viel Feuer noch übrig, dass ich fast versucht bin zu sagen, wir holen da ganz viele Fackeln raus. Nein, Druffzilla hat nicht geholfen mit dem Fleisch im Schnee. Es hatte genauso 62% wie das Fleisch, was wir in die Hütte gelegt haben, auf den Boden. So, wir sind relativ müde. Entschuldigung. Also, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt erstmal das Feuer aus, indem wir Fackeln rausnehmen. So, das finde ich leider ein bisschen kompliziert, wenn ich das so sagen darf. Es wäre aber zu blöd, das jetzt einfach verbrennen zu lassen. Und Wasser brauchen wir gerade nicht. Oh, ja, das war clever. Deswegen holen wir jetzt einfach die Fackeln raus. Die Fackeln werden uns auf jeden Fall irgendwann nochmal nützlich sein. Ja. Also pro Fackel, die man rausnimmt, reduziert sich die Brenndauer des Feuers um 20 Minuten. Das heißt, wir kriegen jetzt noch 9 Fackeln raus, wenn wir uns beeilen. Der Fackelmeister. Und zumindest sind die Fackeln leichter als das ganze Altholz. Stimmt das überhaupt? Nein, weg damit. Nein. Okay, wir haben jetzt ein paar Fackeln, die sind schon ein bisschen angewählt. Okay, das war's. Schade. Haben wir nicht ganz so viele Fackeln rausgekriegt, wie ich gehofft hätte. Aber gut. So, wir haben noch knapp 10 Kilo Platz. Wir sind natürlich ein bisschen, upala, erschöpft. Okay, pass auf, wie machen wir das? Wie machen wir das am besten? Wir nehmen am besten jetzt erstmal hier ein bisschen Fleisch raus. So. Und davon essen wir dann auch schon mal ein Kilo. Und trinken noch mal was. Achso, das war schon leer. So, und dann, das sollte uns auf jeden Fall befähigen, noch zu sprinten. Jawohl. So, und dann bringe ich das jetzt erstmal ins Lagerbüro in Sicherheit. Okay, schnell sprinten ist natürlich nicht möglich, ne? Aber zur Not kann man zumindest ein bisschen was sprinten. Ein oder 2% pro Stunde, würde mich überraschen, wenn das wirklich so viel wäre. Das wären 25%, also 24% am Tag, ne, bei 1% pro Stunde. Das halte ich doch für ein bisschen viel. Also ich habe es allerdings auch noch nicht getestet, muss man sagen. Würde ich spontan aber für zu viel halten. Aber
Müsste ein halber Tag ungefähr gewesen sein, ne, den ich da verbracht habe. Ja, könnte vielleicht ein bisschen wenig gewesen sein, um das wirklich vergleichen zu können. Ich finde, es ist auch relativ schwierig, ne, weil wir hatten das Fleisch ja in-game zumindest ein paar Minuten auch am Körper, ne, und ich habe, das, man weiß ja nicht, wie die Berechnungen im Spiel sich darauf auswirken, ne? Also quasi habe ich das Fleisch draußen im Schnee ja früher abgelegt, als ich das Fleisch in der Hütte abgelegt habe. Ne? Das kommt dann nochmal dazu. Aber ehrlich gesagt, das wird dann auch irgendwann echt ein bisschen zu wissenschaftlich. Also ich habe auch sowas in Erinnerung. Bruchzeller schreibt gerade, er glaubt, es waren 4% am Tag. Das würde sich ungefähr auch mit meinen Vermutungen decken. 2% im Schrank, 4% am Tag woanders. Kann ich aber auch mit Sicherheit nicht sagen. Aber das hört sich auf jeden Fall schon realistisch an. So, ich werde jetzt wahrscheinlich, wie viele Stunden Tageslicht? 10 Stunden haben wir noch Tageslicht übrig. Okay, wir sind ein bisschen kalt geworden. Genau, im Schrank hält es auf jeden Fall länger als auf dem Boden. Das. Und auch als am Körper. Weil die hatten, die anderen Sachen hatten nämlich 69% noch, ne? Was im Schrank lag, hatte 69%. So, haben wir die erste Ladung Fleisch schon mal rübergebracht, ne? So, mal gucken. Das waren ja ernsthaft. Ich habe gesagt, wir machen einen kurzen Prozess heute. Da kenne ich nichts. Oh, jetzt ist hier alles voll, ne? Dann laden wir das Fleisch einfach hier ab. Zack. Zack. So. Ja, und jetzt muss ich mich leider erstmal dem Wolf widmen, der jetzt draußen vor der Tür liegt, bevor er zufriert. Und ich stelle, glaube ich, fest, dass ich kein Werkzeug dabei habe, um das zu tun. Was aber nicht schlimm ist, denn in weiser Voraussicht. Ach doch. Ansonsten hätte ich noch ein Messer auf der Theke gehabt. So. Okay. Wir sind ein bisschen unterkühlt. Hoffentlich reicht das noch, um nicht ganz unterkühlt zu werden. Das hat doch gut funktioniert. So, hier müssten wir Wasser. Warte mal. Wo habe ich denn das rohe Fleisch hingetan? Habe ich das oben hingetan? Offensichtlich. Offensichtlich habe ich das nach oben gebracht und zwar da hinten in den Schrank. In den da. Dann packen wir da das Wolfsfleisch nämlich nochmal hinzu. Jawohl. So, das müssen wir auch bald mal garen, ne? Also garen bringt ja 50% Zustand. Von daher. Oh, dann können wir die ganzen Fackeln nochmal hier lassen. So, wie sieht es da aus? Oh, getrockneter Wolfspelz, das ist schon mal gut. Getrockneter Darm, das ist auch gut. Der braucht noch, der braucht auch noch, der braucht auch noch. So, und jetzt machen wir mal Folgendes hier. Ablegen, ablegen. Schön. So, dann sortieren wir jetzt mal hier so ein paar Fackeln hier auf den Tresen. Es geht ja auch fast ganz schnell. Da habe ich die falsche Taste gedrückt.
So. Ach, das war's schon. Wunderschön sieht das aus. Okay, so. Ich muss jetzt leider hier ein bisschen schlafen, weil wir echt ziemlich erschöpft sind und zudem auch noch ziemlich kalt sind. Deswegen hole ich mir jetzt hier nochmal wie einen halben, ja, einen Liter Wasser raus. Und hier hole ich mir mal 46% hat der Müsli-Riegel immer noch Mad Max, ne? Also Müsli-Riegel wird offensichtlich auch nicht schlecht. Und wir waren jetzt auf jeden Fall anderthalb Tage oder so unterwegs, ne? Kann das sein? So um den Dreh. Müssten es eigentlich gewesen sein. Brauchst du überhaupt irgendwas zu essen? Eigentlich nicht, ne? Na gut. So. Ich mach mal hier 4 Stunden ausruhen. In der Hoffnung, dass es dann noch lang genug hell ist. Müsste eigentlich passen, ne? Das müsste eigentlich passen. Wir sind zwar immer noch sehr erschöpft. Aber um mal eben das Fleisch zu holen. Achso, warte mal. Dabei fällt mir gerade mal auf. Jawohl, hier. Ablegen, ablegen, ablegen. So, die getrockneten Sachen. Wo packe ich die denn hin? Ich habe hier zu wenig Lagerfläche, ne? Ich habe hier zu wenig Lagerfläche. Das passt hier gerade noch so rein. Perfekt. So. Ja, das sieht gut aus. Ja, komm, ich trinke noch mal was. Dann lasse ich das Fleisch doch wieder hier. Wir haben noch ein paar Kalorien vorrätig und dann lasse ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Wasser hier. Eigentlich brauchen wir nämlich kein Wasser. Sagte er. So, guck mal. Ja, nee, wir sind gut aufgefüllt. So, dann renne ich jetzt nochmal zurück. Ja, das stimmt, Mad Max. Mad Max schreibt, mit den brennenden Fackeln kann man gut im Schnee schreiben. Zum Beispiel Help. Da braucht man aber eine Menge Fackeln für, ne? Also ja, mindestens schon mal 7 für das Haar. Muss ja auch groß genug sein, ne? Auch ein Hirsch. Ja, Mörp schreibt gerade, er fragt sich, ob man mit der Funktion im Story-Modus Hilfe rufen kann. Da bin ich überfragt. Wäre ein bisschen zu einfach, oder? Muss ja auch irgendwie erstmal einer sehen. Ne? Und nach dem geomagnetischen Strom muss man ja irgendwie von oben auch sehen können. Ne? Zumindest Hubschrauber und Flugzeuge würde ich ausschließen. So, wie kalt ist es eigentlich? Minus 3 Grad, okay. Es ist immer noch relativ kalt, ne? Wir müssten jetzt noch ungefähr 15 Kilo Fleisch da haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Und unsere normalen Klamotten oben in der Hütte, ne? Ich werde mal versuchen, ob ich das jetzt in einer Truhe mitnehmen kann. Ja, aber das Radio kann man doch nicht benutzen. Geomagnetischer Sturm. Ist doch alles tot. Hier funktioniert ja gar nichts mehr. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal kurz in die Hütte, um mal zu gucken. Das können ja da auch maximal, weiß ich nicht, 8 Kilo oder so sein, ne? Ich würde gerne eigentlich jetzt alles in einem Rutsch wieder mitnehmen. Weil wir waren nämlich dann hier am See auch schon überall.
Ja, Druffzilla. Bei meinen The Long Dark Filmen, Videos nach einem speziellen Kommentar zu suchen, ist in der Tat gerade oder mittlerweile echt schwierig geworden. So, Gewehrmunition. Ach, guck mal, ja, das müsste eigentlich passen. Da kommt hier. So, so und so. Tschüss. Andi fragt, ob er mir mal die Stelle zeigen soll, wo er durch die Welt gefallen ist. Auf den Vorsprung. Nee, lieber nicht. Echt ein total nettes Angebot von dir, aber ich verzichte. Okay, Merp schreibt noch, kommt aus Radio an. Einfache könnten das überleben. Jetzt bin ich in der Tat kein Experte für geomagnetische Stürme. Aber ist da nicht alles, was Elektronik beinhaltet, von betroffen? Hätte ich jetzt gedacht. Und gibt es Radios, die ohne Elektronik funktionieren? Man weiß es nicht. Und gibt es noch einfachere Radios als die, die hier in The Long Dark dargestellt werden? Einfach nur NF. NF, wo muss ich denn hier drauf drücken? Ich hab sogar eine Kassette. Bin mal gespannt, wer das kennt. Kommt doch die Drähte an, okay? Also, ich bin ja jetzt kein Wissenschaftler, so, ne? Also, Druffziller fragt gerade, gibt es eigentlich geomagnetische Stürme in echt oder ist das komplett theoretisch? Okay, ja, hopp, hopp, Samaris sofort. Okay. Ah, okay. Ja. Also geomagnetische Stürme. Ja. Ich weiß nicht, ob es sie unbedingt hier in unserer Atmosphäre gibt, aber zumindest in den Weiten des Weltalls auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler. Das ist durchaus graue Theorie. So, Hoppelhopser schreibt, ich soll doch dem Merp mal zeigen, wie man Essen abbricht. Also, werden wir sofort machen. Und zwar an dieser schönen idyllischen Stelle hier. So, man gehe mit I ins Inventar. Nehme sich was zu essen, drücke den Essen-Button und sollte den Finger schon auf der Escape-Taste halten. Also nicht halten, also nicht gedrückt halten, sondern schon mal so positionieren. Dann klickt man auf Essen und dann drückt man Escape. Das war's. Braucht ein bisschen Übung. Funktioniert aber in der Regel einwandfrei. Sehr schön. Wissenschaftliche Diskussion hier im Chat über geomagnetische Stürme und Umpolung des Erdmagnetfelds alle paar Millionen Jahre. Und Anni schreibt, es kann auch nur ein paar hunderttausend Jahre dauern. Ich würde mal behaupten, dass keiner von uns das noch erleben wird. So, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der Merp das jetzt überhaupt mitbekommen hat, was ich hier alles so erklärt habe. Ach, herrlich.
So, wir brauchen Platz für ein Bärenfell, ne? Bärenfelle sind ja immer so riesengroß, wie sich das für so einen ordentlichen Bären gehört. Ja, guck mal, super. So, und die Därme noch. Zack, perfekt. Genau. Mad Max schreibt, trinken kann man auch mit Escape abbrechen. Was mich stört, ist, dass man schlafen nicht mit Escape abbrechen kann. Das ist wirklich, das hätte mir den einen oder anderen Tod erspart, wenn ich das nur so sagen darf. Finde ich in der Tat ein bisschen doof. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? So, hier war voll, ne? Hier war auch voll. Oh, hier war überall schon voll. What? Oh, hier ist aber viel los. Was mache ich jetzt? Hier ist überall schon voll. Ja, in der Hütte hier sind echt viel zu wenig Behältnisse. Zumindest wenn man gerade einen Bären erlegt hat. Okay, dann müssen hier kriegt der Wollpulli Unterstützung vom Bärenfleisch. Und hier beim Wasser passen auch noch mal zwei. 1 Kilo rein. Aber hier unten passt noch was rein, ne? Ja, guck mal. Sehr schön. So, aber wir haben kein Wasser mehr, ne? Dann nehme ich jetzt hier nochmal. Ach, klar, haben wir ja eben rausgelegt. Dann nehme ich hier nochmal meine obligatorischen 2 Kilo Wasser raus. 2 Liter. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, mit dem, was hier gerade so im Chat passiert, mit dem Umdrehen des Erdmagnetfeldes und so. Zeigen alle Kompasse nach Süden. Krass. Coole Sache. So. Wie sieht's denn hier aus? Wir haben immer noch so viele Fackeln im Inventar, ne? Pass auf, ich lege hier noch mal ein paar Fackeln auf den Tresen. Ein paar Fackeln legen wir noch ab. 1, 2, 3, 4. So, schön sortiert ist jetzt anders, ne? Aber ist ja erstmal wurscht, ne? Soll ja nur dazu dienen, dass man hier so im Vorbeilaufen sich auch mal eine Fackel. Oh, guck mal, eine Fackelparade. So, wir hätten noch ein Brecheisen zu viel. Beziehungsweise zwei Brecheisen zu viel. Ich glaube, wir haben hier auf der Map in der Tat nichts mehr, was wir mit einem Brecheisen bearbeiten müssten. Deswegen lasse ich die beide mal hier. Wieder mal ein bisschen Gewichtsersparnis, ne? So, Gewehrmunition ist in Ordnung. Fackeln, wir haben noch ein paar Flares. Will ich 3 Flares mitnehmen? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich schaue hier gerade nochmal rein. Hier habe ich Holz reingepackt. Da passt nichts mehr rein. Auch irgendwie schon ein seltsames Bild. Pass auf, den hole ich mal gerade raus. Denn vielleicht sollten wir auch mal gucken, dass wir das eine oder andere repariert bekommen. Wie zum Beispiel unsere Jeanshose. Komm, den zerlegen wir. Zack. Mörps-Chef ist Astrophysiker. Ja, das ist natürlich. Da kriegt man vermutlich das eine oder andere mit, ne? So, die würde ich gerne reparieren mal. Okay, so, das sieht aber alles soweit in Ordnung aus, ne? Hier hätten wir noch eine Zeitung und ein bisschen Stoff, was wir loswerden könnten. Allerdings, Stoff fällt mir gerade mal auf. Vielleicht könnten wir. Guck mal hier, den Schal nochmal reparieren. Ich weiß, das wäre noch nicht notwendig gewesen, so rein vom Zustand her, aber machen wir trotzdem die Socken.
Ich bringe jetzt einfach noch mal alles ein bisschen up to date. So. Die Schuhe werde ich auch noch mal reparieren. Boah, die Daunenweste, da weigere ich mich ja, ne? Aber komm. 25%. Passt. So. Handschuhe. Machen wir auch. So, und dann müsste unser Stoff jetzt langsam auch schon mal zur Neige gehen. Wenn nicht sogar gerade das letzte Stück Stoff verbraucht wurde. Nein, ein Stück Stoff haben wir noch. Dann reparieren wir den auch noch mal gerade hier. Zack. Perfekt. Irreparabel beschädigtes Nähset. Gut, das juckt uns aber jetzt gerade erstmal nicht. Muss man gerade die Laterne anzünden. Es ist doch gerade sehr dunkel geworden. So, hier hatten wir Nahrung, da war Wasser, hier war Fleisch. So, wo habe ich denn Stoff und Leder hingepackt? Vermutlich habe ich das ganz klug hier in die Schublade von der Werkbank gepackt. Jawohl. Ich glaube, wir brauchen nämlich nochmal einmal Stoff und einmal Leder. Und dann brauchen wir ein neues Nähset. Zapeng! So, weil die Schuhe würde ich nämlich auch nochmal gerne reparieren. 30%, das passt quasi perfekt. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal was zu essen. Und jetzt können wir uns mal hier schön ans Fleisch begeben. So, das müsste ja zum Schlafen reichen quasi. Wir schauen hier gerade noch mal. Ah, der Wolfspelz nähert sich auf jeden Fall. Und jetzt schon getrocknet. Ja, das braucht alles noch ein bisschen. Wir gehen aber jetzt auf jeden Fall erstmal schlafen. Würde ich sagen. Ja, genau. Dazu mal kurz in den Wolf beißen und natürlich mal kurz unseren Durst beseitigen. Schlafen 10 Stunden. So. So, jetzt mache ich noch gerade noch mal auf Pause. Kleidung verliert nicht den Stoffanteil, wenn sie kaputt ist. 40 Tage hat der Mad Max das beobachtet. Was meinst du damit, Mad Max? Das heißt, egal wie kaputt Kleidung ist, man kriegt immer, wenn man es zerlegt, denselben Stoffanteil zurück, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Trinken. So. Ja, hilft nichts, ne? Wir müssen das Fleisch garen, aber wir haben gar nicht mehr so viel Holz da, glaube ich, oder? Jetzt müssen wir schon wieder Fleisch garen. Guck gerade mal, wie viel Holzvorrat wir haben. Ach doch, haben wir ganz gut Holz da, ne? Stöcksche. Zedernholz. Und ein bisschen Tannenholz. Ich nehme das mal alles mit. Wir garen nochmal Fleisch. Es ist auch gerade so eine angeregte Diskussion im Chat über geomagnetische Stürme. Da kann man ruhig hin und wieder mal ein bisschen Fleisch garen, ne? Okay, also Mad Max schreibt. Genauso wie ich das gesagt habe, egal wie kaputt die Klamotten sind, man kriegt immer denselben Anteil an Stoff, wenn man es zerlegt. Nur wenn es halt kaputt ist, kann man es nicht mehr reparieren. So. Ja, Zedernholz rein.
Stöcke rein. 3, 6, 7. Wir hatten mehr als 7 Stücke Fleisch. So viel erinnere ich mich noch. An so viel erinnere ich mich noch. Ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Prost allein. So, in der Zeit könnt ihr euch ja, wenn ihr wollt, schon mal Gedanken darüber machen, was wir denn als nächstes erkunden. Oder ob wir mit The Long Dark vielleicht ein Päuschen machen wollen und wir mal in The Flame in the Flood reinschauen. Das überlasse ich euch. Genau, letztendlich, Hoppelhopser, das hatte ich mir nämlich dann gerade eben auch überlegt. Man kann im Prinzip dann die Klamotten einfach im Schrank vergammeln lassen. Wenn es dann eh egal ist, kann man das, sehe ich das genauso. Dann muss man sie im Prinzip nicht zerlegen. Es sei denn, man hat ein Lagerproblem, also ein Platzproblem quasi. Okay, Bunkersuche, ich sehe schon, Bunkersuche. Bunkersuche, Bunkersuche, Bunkersuche. So, dann hätten wir das ganze Fleisch hier nämlich auch fertig gegart. Dann lagere ich das jetzt gerade eben nochmal weg. Vorher nehme ich mir hier noch zwei Fackeln raus. Zack. So, das hat auch gut funktioniert. Okay, Bunkersuche. Ja, Bunkersuche ist prinzipiell keine schlechte Idee. Das können wir eigentlich schon mal machen. So, guck mal, hier passt noch ein Kilo rein. Fast optimal ausgenutzt. Ja, den Rest schmeißen wir hier rein. Ne? So. Schön, schön. Könnte man fast nochmal alles Bio-Achievement angehen. Ne? So, wie sehen denn unsere Pelze hier aus? Okay, hier liegt getrockneter Darm zwischen. Ich muss mal gerade hier. Da ist ein getrockneter Darm. Da ist ein getrockneter Darm. So, der war noch trocken. Okay, das braucht alles noch. Sehr schön. Dann können wir die schon mal wieder hier reinpacken. Halt, nein, stopp. Wir brauchen mal ein paar Bartflechten. Wir brauchen wirklich mal ein paar Bartflechten. Das passt sogar noch perfekt. So, das Holz lagere ich nochmal raus. Jawohl. Und das. Ja, das nehme ich mal mit. So viele Fackeln nehme ich aber auf jeden Fall auch wieder nicht mit. Ich werde nochmal zwei hier lassen. Die zwei, die wir gerade aus dem Feuer geholt haben, nämlich. So. Und so. Na. So, und ich glaube, drei Flares nehme ich auch nicht mit. Ich nehme nur eine mit, denn wir haben ja ein Gewehr, ne? Und ich bin ja hier überhaupt nicht auf irgendein Achievement aus. Außer vielleicht auf das 100-Tage-Achievement. Es sind nur noch 86 Tage und wenige Stunden. Ach. Joa. Ich glaube, so können wir los, ne? Messer, Beil, Dosenöffner. Dosenöffner müssen wir jetzt mal gucken. Ich nehme nämlich auf jeden Fall noch was zu essen mit. Also Mysteriegel hat immer noch 46% Mad Max. Nee, ich mach gleich nochmal eine Pause. Druffziller, ich mach gleich nochmal eine Pause. Und Hoppelopser warnt mich davor, dass Bernd Durst hat. Machen wir. Bernd hat doch Hunger. Bernd ist ein Fresssack. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Wasser, wenn wir jetzt auf Bunkererkundungstour gehen. Ich nehme, glaube ich, sogar mal wieder ein bisschen mehr Wasser dann mit. Ja, knapp über 3 Liter, das ist okay. Damit kann ich leben. So.
Und dann würde ich. Ja, so prinzipiell muss ich jetzt eigentlich Fleisch essen, ne? Das hört sich nach einem totalen Opfer an. Ich muss schon wieder Fleisch essen. Mein Leben ist so sinnlos. Mäh. Ich guck mal, wo haben wir denn hier Fleisch, was nicht mehr so gut ist? Eigentlich nirgendwo, ne? Ja, komm. Wir nehmen mal ein bisschen Fleisch mit und gehen dann gleich auf Bunker-Erkundungstour. So, 5 Kilo Fleisch sollte ja reichen. Waren das 5 Kilo Fleisch? Ja, ein bisschen weniger, aber das passt schon. Wir sind erschöpft. Wir haben auch nur noch 3 Stunden Tageslicht übrig, ne? Das war jetzt relativ sinnbefreit. Das heißt, wir müssten ja erstmal was schlafen. Das wiederum bedeutet, ich lege das Fleisch hier nochmal zurück. Wo haben wir denn hier die Portionen? Achso, das könnte man als Köder benutzen, ne? Pass auf, das hier. Zack. Gegen das hier. Zack. So. Dann machen wir das so. So. Und dann schlafen wir 12 Stunden. Hosenfuß, Hallöchen. Drufte, du kennst das, ne? Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Sorry, musste nach der Vorlage ging nicht anders. Hoppelhopser AFK ist away from keyboard, genau. Möb schreibt schon. Away from keyboard. So, 2 Stunden Dunkelheit haben wir noch übrig. Pass auf, die schlafen wir noch. So. Und dann folgt jetzt noch mal eine Pause. Ach, herrlich. Ja, Miss Mo, das war sehr schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bedanke mich sehr und wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit. Wie gesagt, der Stream geht bis 0 Uhr. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange du arbeiten musst. Gerne gleich später irgendwann nochmal einschalten. Wenn du Lust hast, natürlich nur. Hosenfuß fragt, ob ich öfter streame. Regelmäßig zumindest, ja. Alle 2 Wochen normalerweise. Normalerweise freitags, die letzten 2 Wochen war es samstags, weil es einfach besser passte. Von daher. Lustig, Merp, genau das gleiche sage ich auch. Auf Klo. Auf Klo, Alter. Du Kacknoob. So. Okay. Also wir machen ein kurzes Päuschen. Ich müsste nämlich in der Tat auch nochmal für kleine Königstiger. Das bietet sich gerade an. Das heißt, es kommt diesmal mit Musik. Das muss ich kurz vorbereiten, muss bis 22 Uhr, bin aber dann wieder da. Ja, dann auf jeden Fall frohes Schaffen. Hosenfuß nicht immer The Long Dark. Auch heute wird es nicht nur um Long Dark gehen. Ich werde im Laufe des Streams noch mindestens The Flame in the Flute mal zeigen. Es war bisher aber bei fast jedem Stream, bis auf eine einzige Ausnahme, glaube ich, dass ich überwiegend The Long Dark gespielt habe. Hosenfuß ist noch Following, vielen Dank. Wie Mad Max gerade schreibt. Genau. Überwiegend The Long Dark. Ich versuche aber zumindest zwischendurch schon mal das ein oder andere Spiel noch mit einzubauen.